Der ARD Radio Tatort. Ersparen können, wenn du gleich geredet hättest. Du willst wissen, was jetzt passiert? Na, was wohl? Ja! Oh, da hat jemand die Hosen voll. Zieh das T-Shirt aus. Nicht so langsam, ne? Die Knarre haben wir. Na, hab ich zu viel versprochen? Der Typ ist eine scheiß braune Litfaßsäule. Gibt's im Nazi-Himmel eigentlich auch Jungfrauen? Oder warum macht ihr diesen ganzen... Ha? Ha? Antworte! Na, nehm nicht. Rufst du die Bullen? Hey, was soll das? Nein! Bist du verrückt geworden? Unantastbar von Wolfgang Zander. Wenn die Typen da drüben plötzlich aufstehen würden, Leon. Ja. Ja, um den Laden hier auszunehmen. Ja. Was würdest du da machen? Du meinst so wie damals eine Bierbaroness? Ja, genau. Ich würde sagen, halt, Polizei. Deine Runde, Lehmann. Was? Na, kein Wort über unseren Job, das war doch der Deal. Ja, du hast mich reingelegt, Alex. Ja, aus Durst. Ja. Und weil wir gerade in Offenbarungsstimmung sind, Lehmann, ich hab die Schnauze voll. Ja, kaum ist ein Fall vorbei, kommt schon der nächste um die Ecke. Wieso müssen sich die Leute jedes Mal die Schädel einschlagen? Ja, das war ja schon immer so. Ja, ich sag dir was, Sache ist, Lehmann. Der Mensch ist böse, und zwar von Grund auf. Ach komm, ist das Glas halb leer oder halb voll? Hast du noch nie dran gedacht, den Scheiß hier hinzuschmeißen? Nein. Hier drin, da bin auch ich ein böser Mensch, Lehmann. Und du auch. Und sie, die hier die ganze Zeit uns rüberglotzen. Ja, genau, euch meine ich. Ja, ihr erst recht. Ja. Was machen die eigentlich hier? Da steigen hier eine scheiß Billigflieger, um sich dann per Flatrate in der Kneipe ins Koma zu saufen. Ja. Ey, Welt ist doch verrückt geworden. Aber du bist auch sehr laut, Alex. Da jetzt der Wahrheit dient. Ja? Habt ihr nicht verstanden? Ein scheiß Handy ist an, Lehmann. Mach noch eine Runde. Hä? Das ist deins, Alex. Sing jetzt noch das alte deutsche Volkslied. Schuss ins Herz. Nicht aufgesetzt. Kugel steckt noch. Der telefonische Hinweis kam 23:44. Rufnummer wird überprüft. Könntest du bitte in die andere Richtung atmen? Ich bin mit dem Auto hier. Das gilt auch für dich, Lehmann. Wer von euch ist eigentlich gefahren? Das Opfer ist identifiziert? Ja, Carsten Wienhold, Ur-Berliner. Der Carsten Wienhold? Genau der. Scheiße. Wann erschossen? Vor circa einer Stunde, plus minus x. Und Fundort ist gleich Tatort? Mhm. Guck mal hier, zertrümmerte Nase. Hämatome am Kopf, an den Oberarmen, Händen, wahrscheinlich Abwehrverletzungen. Und am rechten Oberschenkel. Das Opfer wurde vor seinem Tod heftig verprügelt. Er muss ja geschrien haben. Naja, offenbar nicht laut genug. Keine Zeugen bislang.
Keine persönlichen Sachen, nur die Fahrerlaubnis. Hasenheide, Turnvaterdenkmal, das könnte was mit Drogen zu tun haben. Hm. Und warum hat er sein Shirt ausgezogen? Sieht aus wie die Präsentation einer Propagandabroschüre. Wie lange braucht man, um sich so beschriften zu lassen? Lange. Und billig ist es auch nicht. Also, ich würde mal sagen, ein guter Tattoo-Artist nimmt für, na hier so 100 Quadratzentimeter, in gehobener Qualität, so rund 500 Euro. Gehobene Qualität, das ist eher Sache des Staatsschutzes. Nee, jetzt wo er tot ist, nicht mehr. Lauter Nazi-Sprüche. Blut und Boden. Habenkreuze. Am Arm steht noch was von einer Manuela. Und das hier unten, im Intimbereich, das müsst ihr euch anschauen. Nee, komm, bitte, denk ihn wieder zu, ja? Es ist nicht alles, wie es scheint, steht im Schatten der Straßenlaterne. Sie glüht gelb-gold, über ihr leuchten Sterne. Strahlende Zeugen verlogener Taten vernahmen, was geschah, doch werden nichts verraten. Unscheinbare Menschen verstecken schwere Laster, tauchen in der Masse unter, werden unantastbar. Panik ist das Pflaster, um Wunden zu verdecken. Und obwohl alle es ahnen, werden viele sich erschrecken. Viele sich erschrecken. Wie viele seid ihr wirklich? Meisterhafte Schleier. Wie viele seid ihr wirklich? Meisterhaft die Geier. Wie viele seid ihr wirklich? Haben Sie verstanden, warum wir hier sind, Frau Wienhold? Frau Wienhold? Was wollen Sie von mir? Wir möchten herausfinden, wer Ihren Sohn getötet hat. Sohn? Mein Mann hat Carsten mit in die Ehe gebracht, 77. Da war der Junge 2, die Mutter wollte ihn nicht, vielleicht hat sie ja was geahnt. Können wir den Mann sprechen? Dreifaltigkeitsfriedhof Bergmannstraße. Es tut mir leid. Was meinen Sie denn mit geahnt? Was? Ja, Sie haben ja geahnt gesagt. Eigentlich war Carsten ein ganz normaler Junge. Laut, wärmebedürftig, ängstlich, freundlich. Dann kamen die 90er und die falschen Freunde. Die kranken Ideen. Das Schlimmste ist die Hilflosigkeit. Man ist nur noch Zuschauer. Wissen Sie, was er gesagt hat, als er letztes Mal hier war? Nee. Wir hätten noch mehr umbringen sollen. Das war sein Kommentar zu diesem Prozess. Im ersten lief ein Bericht darüber. Und der spricht, als würde der über das Wetter reden. Danke. Ich habe ihn rausgeschmissen. Haben Sie ihn gesehen? Ich meine, nackt. Welcher Prozess? NSU. Kennen Sie eine Manuela? Manuela Wölke, sicher, hat er vermasselt. Wissen Sie, wo die wohnt? Die ist weggezogen, falls. Mit dem anderen. Ende der 90er, das hat ihm den Rest gegeben. Das ist übrigens eine Kollegin von Ihnen. Ach. Wann war er denn das letzte Mal hier? Zur Beerdigung, vor 2 Jahren. Und davor hat er sich ewig nicht blicken lassen. Und als sein Vater krank wurde. Lungenkrebs. Rainer hat ständig nach ihm gefragt. Der hing an dem Jungen. Danke, Frau Wienhold. Wenn wir noch Fragen haben... Warten Sie. Ja? Ich meine, kann ich ihn nochmal sehen? Dreizimmer, Küche, Bad. Wienhold muss gut verdient haben. Schau dir das mal an. Nimm das, du Nazi-Schwein. Großes, eingekreistes A. In schönem Signalrot. Da war jemand vor uns hier. Vielleicht finden wir ja noch ein Bekennerschreiben. Hier, hör mal. Ja? Wenn Sie sich nicht gefallen lassen wollen, dass Ihre Stadt zum gesetzlosen Tummelplatz wird, bla bla bla, dann handeln Sie jetzt, halten Sie Ihr Viertel sauber, der Migrantenschock DP 120 Professional Bautzen Edition ist Ihr professioneller Begleiter, bla bla bla. Das ist von so einer Webseite, wo man Schreckschusswaffen kaufen kann. Vielleicht hat ja Wienhold mit Waffen gehandelt. Kein Computer. Und hier, Ausdruck einer Adressenliste. Guck mal. Zeckenwatching.de, Sturm43.de, Heimattreuejugend.de. Ich hatte gehofft, dass uns diese ganze braune Soße erspart bleiben würde. Tja, Lehmann. Aber vielleicht sollten wir das auch finden. Wienhold könnte die Wohnung genauso gut selbst verwüstet haben. Geplante Irreführung. Wie klingt das für dich? Ja, er fragt sich nur, warum er dann anschließend blind links in sein Verderben gerannt ist.
Hier, auf der Rückseite. Da steht noch was. HH, 7.7., 22.30 Uhr, 20.000 Euro. HH wie Hasenheide. Das Todesdate. Todesdate. Geht's noch melodramatischer, Lehmann? Jungs, ich möchte euch Pauline vorstellen. Sie war meine Lieblingsdozentin während der Ausbildung. Danke, Jule. Oberkommissarin Pauline Schenk, LKA 5, Staatsschutz, Dezernat 53. Ich erspare euch den Weg in mein Büro. Also, Wienhold. Carsten Wienhold. Der Mann war kein unbeschriebenes Blatt. Ja, haben wir gesehen. Oberkommissar Polanski meint die Tattoos. Wir kommen klar hier. Danke, Kollegin. Ich habe mehrfach gegen Wienhold ermittelt. Körperverletzung, Zeigen verfassungsfeindlicher Symbole, Volksverhetzung, unerlaubter Waffenbesitz, Brandstiftung. Wie viele Rechnungen hast du noch offen? Wienhold wurde 1975 in Neukölln geboren. Seine Akte ist die eines 100-jährigen Kriminellen. Keine nachweisbaren Einkünfte, keine geregelte Tätigkeit, trotzdem keine Geldprobleme. Ich will mich nicht einmischen, aber ich denke, ich könnte euch helfen. Sagt ihr das was? Das hier? Ja. Zeckenwatching? Ne? Ja, klar. Das ist eine Art Volkssport im Netz. Die Rechten outen die Autonomen mit Namen und Adresse und umgekehrt. Daneben gibt es dann noch Androhungen von Gewalttaten, Beleidigungen, sonstige Einschüchterungsversuche, Hasspostings. Wurde Wienhold verurteilt? Mehrfach. In den letzten 7 Jahren allerdings nicht mehr in dem Umfang, wie es das Strafgesetzbuch nahelegen würde. Nach seiner letzten vorzeitigen Haftentlassung vor 6 Monaten gab es einen riesigen Anstieg rechter Straftaten in Berlin. Unter anderem 11 Brandstiftungen. Vorzugsweise in Neukölln. Übereinstimmung? Du meinst mit Drohungen im Netz? Mhm. Ja, zu 80%. Diese vorzeitige Entlassung, hatte er Freunde? Ich glaube, langsam verstehen wir uns. Zwielichtige Ecken, geisterhafte Schleier. Über toten Körpern kreisen meisterhaft die Geier. Dunkler Schatten raubt sämtliche Orientierung. Und die Angst macht sich breit dank der Konditionierung. Spürst du die Furcht im Eifer des Gefechts der breiten Masse? Heimtypische Menschen unterscheiden nach Rasse. Und man munkelt im Untergrund der deutschen Hauptstadt. Die Tat war durchdacht, das war nur der Auftakt. Wie viele seid ihr wirklich? Wie viele seid ihr wirklich? Ja und? Sie ermitteln, wenn etwas passiert ist. Wir ermitteln, damit nichts passiert. Präventiv. Es geht um den Schutz unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Nicht mehr und nicht weniger. Hier. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, wie viele Verfassungsfeinde es allein in Berlin gibt. Unser druckfrischer Bericht des letzten Jahres. Teil 3 ist von mir. Treffen Sie sich hier mit Ihren V-Männern? Im Schleusenkrug? Nein, nur mit guten Freunden. Bestehen im Teil 3 Ihre Maulwürfe? Mit Name, Adresse und Beruf. Sind Sie wirklich Oberkommissar? Carsten Wienhold wurde Opfer einer Gewalttat, Herr Hensch. Wir wollen wissen, weshalb und wie es passiert ist. Wie ich hörte, hat Ihre Abteilung eine 95-prozentige Aufklärungsrate. Sie schaffen das. Auch ohne meine bescheidene Hilfe. War Wienhold Ihr V-Mann? Wenn ja, seit wann? Vielleicht finden wir ja hier das Mordmotiv. Oberkommissarin Pauline Schenk, richtig? Hm. Wir waren 11 Jahre verheiratet. Da hat sich einiges angesammelt. Ach, hat sie Ihnen das nicht gesagt? Ich denke, sie hasst mich. Also Vorsicht mit dem, was sie sagt. War Wienhold Ihr V-Mann? Soll ich noch was zu trinken holen? Er stand unter Mordverdacht. Das war vor 7 Jahren. Der Mord an der Polizistin Christina Wendt. Die Beweislage war sehr dünn. Bei der Tatortaufnahme wurde nach allen Regeln der Kunst geschlammt. Zudem war der Tatort stark kontaminiert. Absichtlich? Paulines Lieblingstheorie. Sie waren damals auch vor Ort. Vor der Polizei. Purer Zufall. Sie können meine Aussage nachlesen. Ich persönlich halte die Arbeit des Verfassungsschutzes für wichtig, Herr Henschel. Wie schön. Die meisten halten uns für Arschlöcher. Ein Image, das Sie sich hart erarbeitet haben. Verdunkelung, Vertuschung, Schreddern, Schmerzen, unkooperatives Verhalten. Nur wer nichts macht, macht keine Fehler. War Wienhold Ihr V-Mann? War er in den letzten 6 Monaten in Straftaten verwickelt? Huch, ich
hatte mich schon gefragt, ob man neuerdings auch Stundenpolizisten in Dienst stellt. Hatte denn Carsten Wienhold etwas mit dem Tod der Polizistin zu tun? Nein, so steht es in den Ermittlungsakten. Ja, da steht ja auch, dass der Mörder nicht ermittelt werden konnte. Ja, genau so steht es da. Also ich würde noch ein Bier trinken. 2016 wurde der Volkspark Hasenheide aus der Liste kriminalitätsbelasteter Orte gestrichen. Es wurde weniger polizeilich kontrolliert, dadurch sank die Zahl der aufgenommenen Delikte. Et voilà. Das ist doch ein Joke, oder? Nee, Statistik. Und deshalb gibt es ja auch keine Videoüberwachung mehr. Ist ja kein kriminalitätsbelasteter Ort mehr. Und die Heide habe ich schon immer einen großen Bogen gemacht. Bist du das erste Mal hier? Ja, seit 6 Jahren. Unser nächtlichen Besuch mal ausgenommen. Bin immer nur bis zum Huxleys gekommen. Okay, Wienholz Leiche lag genau an dieser Stelle. Tagsüber laufen hier jede Menge Leute rum. Verwertbare Spuren, null. Keine Patronenhülsen, die Waffe wurde nicht gefunden, nada. Wen wollte Wienhold hier treffen? Ja, und wer konnte ihn dazu bringen, hierher zu kommen? Ich meine, noch dazu allein. Da sind die 20.000. Und Haha könnte auch Holger Henschel heißen. Vielleicht. Es könnte aber auch ein Streit unter Nazis gewesen sein. Oder er wollte zum Ärger der ansässigen Dealer Drogen verticken. Irgendwie musste er an Geld kommen. Vielleicht waren es auch mehrere, mit denen er sich hier getroffen hat. Dann hätten wir Zeugen... Ein ständiges Vielleicht geht mir echt auf die Nerven, Lehmann. Komm, leg dich mal hin. Was? Soll ich mich auch noch ausziehen? Wenn du willst. Erste Ergebnisse der KTU zur Waffe. Es handelt sich um eine alte Bekannte, Kaliber 7,62. War bereits im Einsatz. Beim Mord an Christina Wendt. Sag, dass das nicht wahr ist. Kann ich wieder aufstehen? Ist was, Alex? Mir hängt das alles zum Hals raus. Ach, geht das schon länger? Wie geht's, Anne? Es würde ihr besser gehen, wenn du regelmäßig zahlen würdest. Wenn du mir erlaubst, sie regelmäßig zu sehen? Die letzten Termine hast du wegen angeblicher Arbeitsüberlastung platzen lassen. Hat deine Überlastung auch einen Namen? Susanne oder Yvonne? Hast du einen Kaffee, Pauline? Was willst du? Mit meiner Frau reden. Ah, die Mordkommission war also bei dir. Geht dir der Arsch jetzt auf Grundeis? Du überschreitest deine Kompetenz. Du hast Dreck am Stecken, braunen Dreck. Das ist der beschissenste Dreck, den es überhaupt gibt. Du musst nichts sagen, ich kenne deine Antwort. Du machst nur deinen Job. Stimmt. Wie viel Geld hat Wienhold von dir bekommen? Geht das wieder los? Wäre es dir lieber, wenn er Banken überfällt? Und der Verfassungsschutz verhindert also Banküberfälle? War nur ein Beispiel. Wie viel? 50.000? 100.000? Mehr? Lass die Finger von der Sache, Pauline. Bitte, Anne zuliebe. Steuergelder den Rechten hinterher schmeißen ist also das kleinere Übel. Glaubt ihr wirklich, ihr hättet das noch unter Kontrolle? Ist es nicht so, dass ihr alles unter der Decke haltet, weil ihr die Kontrolle längst verloren habt und keiner das wissen soll? Die Geister, die ich rief? Die ich rief? Die Geister? Diesmal lasse ich dich nicht von der Angel! Wir wissen alles und dürfen nichts. Ihr dürft alles und wisst nichts. Das ist das Dilemma. War Wienhold bei den angekündigten Aktionen dabei? Zur Reinigung Neuköllns von sogenannten Vaterlandshassern und bei den 11 Brandanschlägen im letzten halben Jahr? Ich sag dir, was ich weiß. Wir werden nie die Kontrolle haben. Kontrolle ist eine Illusion. Sicherheit ist eine Illusion. Die Szene ist immer in Bewegung. Aber wenn wir gar nichts machen... Mir kommen die Tränen. Ich schlafe schlecht und habe Albträume. Oh, das hoffe ich aber auch. Bitte, Pauline, mach nichts, was du später bereuen wirst. Du wirst meine Arbeit nicht mehr behindern. Nie wieder. Das verspreche ich dir. Und da geht's jetzt raus. Ja, hab das von Wienhold gehört. Hi Merle. Dachte mir schon, dass ihr vorbeischauen würdet. Kommt rein. Was macht der Ruhestand? Fast schon. Man zählt die Jahre runter und wartet auf den Tod. Na los, setzt euch. Kaffee, Tee, Whisky? Für mich ein Wasser. Ja, für mich auch. Mensch, Bücher über Bücher. Bist du denn Stammkunde unten in dem Hammett? Mein Buchhändler hat Wind davon bekommen, dass ich bei der Mordkommission war. Seitdem darf ich mir Krimis bei ihm ausleihen. Aber eigentlich mag ich keine Krimis. Christina Wendt. Du gehst ja ganz schön ran, Alex. Ja, war mein Fall damals. Richtig böse Sache. Kopfschuss durch die Seitenscheibe des Streifenwagens. Sie war allein. Aß nichtsahnend ihr Pausenbrot. Danke. Bitte. Ihr Kollege war für kleine Jungs. Hat nichts gesehen, nichts gehört. Von Anfang an lief alles schief. Kontaminierter Tatort,
extreme Widersprüche bei den Zeugenaussagen, zögerliche Staatsanwaltschaft, unkooperative Kollegen, vergebliche Tatortbereichsfahndung, Ringalarmfahndung, ebenfalls nichts. Ein einziger großer stinkender Misthaufen. Ihr habt die Akte gelesen? Du warst anfangs die Einzige, die auch die Rechten auf dem Schirm hatte. Christina Wendt war im Auftrag des Staatsschutzes unterwegs gewesen. Sie sollte Wienhold observieren. Mhm. Offenbar lief da irgendwas. Ha, und was? Die vom Staatsschutz sagten, was von krimineller Geldbeschaffung. Was war mit dem Ehemann von der Wendt? Wendt hatte ein Motiv. Es gab da eine Lebensversicherung über 750.000. Sein Alibi war nicht gerade der Kracher. Und hattest du mit Pauline Schenk zu tun? Klar. Was Wienhold betraf, war sie ein echter Wadenbeißer. Was hast du mit Wienhold gemacht? Hab ihn vorgeladen, mehrmals. Er war damals in der Nähe des Tatorts. Wir hatten sein Handy geortet. Na, und wie weit seid ihr gekommen? Ich weiß, man sollte das nicht sagen, aber wer immer ihn aus dem Verkehr gezogen hat... Sag es nicht. Er war selbstsicher bis zur Arroganz. Zu selbstsicher. Irgendwas stimmte da nicht. Hast du das soziale Umfeld abgeklopft? Wienhold hat keinen Lärm gemacht. Freundlich gegrüßt, seinen Müll getrennt und seine Knöllchen pünktlich bezahlt. Bürger des Jahres. Ein echter Wonneproppen. Gibt es eine Verbindung? Wienhold ist mit der 762er erschossen worden, mit der auch Christina Wendt getötet wurde. Ich wusste, dass da noch was kommen würde. Habt ihr mal an Rache gedacht? Ja, habt ihr. Oder an Vertuschung? Holger Henschel. Sagt dir der Name was? Der Verfassungsschützer. Hat er sich bei euch gemeldet? Na, wir uns bei ihm. Und wie hat er reagiert? Naja, sagen wir mal, unwirsch. Er war damals einer der Ersten am Tatort. Zufällig, wie er später aussagte. Und zufällig hat er auch am Tatort jede Menge Spuren hinterlassen. Durch einen heldenhaften Reanimationsversuch. Dabei war völlig klar, dass Christina Wendt tot war. Wir vermuten, dass Wienhold V-Mann war. Möglich? In der Szene traut sowieso keiner keinem. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass der Verfassungsschutz einen Mord decken würde. Noch dazu an einer Polizistin. Diese Schmierereien unten im Treppenhaus. Volksverräter, linke Ratte. Das ist der Alltag hier, Alex. Da kannst du in jeden Eingang schauen. Das ist ja deprimierend. Wem sagst du das, Lehmann? Pauline? Hallo, Thomas. Oberkommissarin Pauline Schenk. Willst du mir wieder was anhängen? Hattest du nicht einen Esoterikladen? Warst lange nicht hier. Kreativität ist die neue Esoterik. Aber für dich habe ich bestimmt noch eine Kristallkugel im Keller. Ich brauche deine Hilfe, Thomas. Das Wesen des kreativen Prozesses ist es, das Vertraute als fremd zu betrachten. Was? Stricken ist wieder im Kommen. Besser als Yoga. Außerdem hat man am Ende was davon. Und wenn es nur ein Schal ist. Du willst nicht viel ausgeben? Da ist das Sonderangebot. Skizzenblöcke, Stoffreste, Georgian Oil. Du brauchst also meine Hilfe. Hast du dich jemals gefragt, ob ich vielleicht deine Hilfe gebraucht hätte? Die Waffe, mit der Christina ermordet wurde, ist wieder aufgetaucht. Wienhold wurde damit erschossen. Wienhold? Machst du Witze? Nee, du warst nie sonderlich humorvoll. Wir haben nur unseren Job gemacht, Thomas. Angehörige gehören automatisch zum Kreis der Verdächtigen. Ihr seid monatelang auf mir rumgetrampelt. Wegen dieser beschissenen Versicherung. Für die Ermittlungen war die Mordkommission zuständig. Aber du warst es, die Christina auf dieses Arschloch angesetzt hat. Du hast sie reingezogen in den ganzen Dreck. Okay. Lang ist her. Er ist tot. Mhm. Ja, werde ich wohl Champagner kaufen müssen. Warst du es? Es geht also doch wieder los. Lebst du allein? Willst du was kaufen? Wenn nicht, dann... Hast du Christinas alten Rechner noch? Noch ein guter Witz.
Also ich nehme den Skizzenblock und die Stifte. Ich will wieder mit dem Zeichnen anfangen. Deine Bilder hatten was, Pauline. Sie wirkten, wie soll ich sagen, so abgrundtief böse. Danke. Seltsam, dass du gerade jetzt auftauchst. Ich habe da was gefunden. Vor ein paar Wochen beim Kram in den alten Sachen. Beim Kram? Burns dich nicht interessiert? Was hast du gefunden? Notizen von Christina. Könnten interessant sein. Besonders für dich. Warum hast du sie nicht der Polizei gegeben? Du bist doch die Polizei. Oder etwa nicht? Drei Kaffee, bitte. So misstrauisch, Lehmann? Ja, sie ist zu nah dran. Sie kann uns nützlich sein. Ja, und wenn die V-Mann-Geschichte nicht stimmt? So, einmal schwarz. Danke. Einmal nicht sogar. Und wenn sie stimmt, was wäre das Verheerendste für einen V-Mann und dessen Führungsoffizier? Enttarnung. Der ganze Dreck, der dann ans Licht kommt. Aber für mich klingt das alles eine Spur zu abenteuerlich. Frau Oberkommissarin Schenk will uns gedanklich in eine bestimmte Ecke manövrieren. Sie hätte auch ein Motiv für den Mord. Was hältst du von den Einwänden deines Kollegen, Jule? Der telefonische Hinweis zum Opfer wurde übrigens von Wienholz Handy abgesetzt. Das ist ja dreist. Ich habe dich was gefragt, Jule. Vielleicht ging es zweimal um Enttarnung, damals und heute. Sie hat vielleicht gesagt, Alex. Und vielleicht hat jemand Wienhold jetzt enttarnt. In seinem Milieu. Das könnte eine Kettenreaktion auslösen. Ich habe mal bei Pauline angefragt. Ja, das meine ich, Alex. Die Schenk führt indirekt unsere Ermittlungen. Wir sollen uns einen gewissen Jürgen Blaschke vorknöpfen. Blaschke und Wienhold waren die Köpfe hinter der 2015 verbotenen Kameradschaft Blut und Boden. Eineiige Zwillinge im braunen Geiste sozusagen. Gründeten kurz nach dem Verbot die Partei Neuer Weg. Eine Partei? Ja. Parteien zu verbieten ist erheblich schwieriger als Vereine und Kameradschaften dicht zu machen. Das haben die Rechten auch erkannt. Also Blaschke wurde 72 in Jena geboren, ne? Seine Mutter ist Lehrerin für Deutsch und Geschichte. Sein Vater Ingenieur bei Carl Zeiss. Beide in der SED. Kam 93 nach Berlin. Studierte zwei Semester Politikwissenschaften an der HU, danach erstmal nichts. Dann hat er eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht, arbeitet in einer Karlsdorfer Opel-Werkstatt. Er hat Nazi-Konzerte organisiert. Vorbestraft wegen Brandstiftung, Körperverletzung und so weiter. Bis zur gerichtlich verfügten Schließung des Lokals der Galgen war er dessen Betreiber. Das war ein Treffpunkt der rechten Szene. Er wohnt in Lichtenberg, Marie Curie Allee 52. Das Parteibüro ist übrigens in der Weidlingstraße. Und du hast nicht ganz Unrecht. Womit denn? Pauline ist nicht unvoreingenommen. Solange sie professionell bleibt? Sie kam ohne Anforderung zu uns. Wie ist sie so schnell an die Infos gekommen? Du redest von Carsten Wienhold, dem Schatzmeister unserer Partei. Hast du überhaupt keine Ahnung, was Carsten für ein Mensch war? Nein? Dann mach dich erstmal schlau. Finger weg! Ich arbeite hier nach Zeitplan. Wienhold war ein mehrfach verurteilter Schläger und Volksverhetzer. Er war ein Vorkämpfer für die neue Zeit. Soll ich dir was sagen? Sie ist nicht mehr fern, ich kann sie schon spüren, überall. Ich will meinen Job machen, schnell, ordentlich, sauber, deutsche Wertarbeit. Magst du doch auch, oder? Oder stehst du auf diesen China-Fusch? Sind Sie nicht neugierig, wer ihn umgebracht hat? Wenn ihr was wüsstet, dann würdet ihr nicht hier rumschnüffeln. Wann können wir Carsten beerdigen? Sie wollen einen V-Mann beerdigen? Ach, euch fällt auch nichts an, oder? Das ist nicht neu für Sie. Sie haben nur reagiert. Warum Hasenheide? Überprüft einfach mein Alibi, statt mir was anzuhängen. Hat er die Polizistin getötet? Findet Carstens Mörder. Wenn wir schneller sind. Tja. Wer hat Ihnen den V-Mann-Tipp gegeben? Achso, na klar. Dass ich nicht gleich drauf gekommen bin. Sie selbst sind V-Mann. Provokation misslungen, Oberkommissar. Schauen Sie sich lieber bei den Zecken um. Wir kriegen ständig Morddrohungen von den drecksautonomen Twitter, Facebook-Blogs. Es liegt keine entsprechende Anzeige vor. Ja, du bist ja richtig witzig. Ihr würdet doch keinen Finger rühren. Also kümmern wir uns selber drum. Zeckenwatching.de. So in der Preislage? Kann ich endlich meine Arbeit machen? Sie waren nach dem Mord in Wienholz Wohnung und haben es wie eine Tat der Antifa aussehen lassen. Haben Sie Wienholz Computer mitgehen lassen? Tja.
Wir hatten eine Abmachung. Steig ein. Komm, steig ein, habe ich gesagt. Was ist mit dir? Wo fahren wir hin? Hast du Christina erschossen? Was? Ist Wienhold dahinter gekommen? Hat er dich mit seinem Wissen erpresst? Seit wann wusste er Bescheid? Halt an, sofort! Du wirst deine Tochter nie wiedersehen, Holger. Du spielst es aus. Drehst du jetzt völlig durch? Der Sumpf hat dich mit Haut und Haaren verschlungen. Okay, das ist schwer, sauber zu bleiben in dem Job. Das wussten wir beide. Aber du hast ja nie mal versucht, den Dreck wieder loszuwerden. Ja, du hast es mit der Angst gekriegt und wolltest auch nicht noch den Rest verlieren. Und dabei hattest du schon alles verloren. Deine Würde, deine Loyalität, deine Familie. Hast du irgendwas genommen? Du hast Wienhold mit Infos gefüttert. Razzien, Telefonüberwachung, andere Maulwürfe. Und einer eurer Treffpunkte war das Turnvater-Jahn-Denkmal, Kürzel HH. Woher hast du das? Dein Liebling wurde genau da ermordet. Von dir. Weil er dich in der Hand hat. Hast du ihm auch beim Aufbau dieser beschissenen Kameradschaft geholfen? Blut und Boden, so ein Dreck. Und bei den Webseiten? Mit Know-how, mit Geld? Vielleicht gibt es die Rechten ja nur als Arbeitsbeschaffung für Leute wie dich. Halt sofort an, das muss ich mir nicht anhören. Wie lange ging das? Hat keiner deiner Chefs die Informationen deines Spitzels je in Zweifel gezogen? Du weißt genau, dass wir immer zweifeln. Unsere Arbeit gleicht einer Gratwanderung. Ja. Wenn wir was gut gemacht haben, erfährt niemand davon. Wenn wir abstürzen, fängt uns niemand auf. Im Gegenteil. Irgendwas muss die Öffentlichkeit ja zu fressen kriegen, wenn was schief geht. Berufsrisiko. Aber du liegst trotzdem falsch. Ich habe die Notizen von Christina gefunden. Sie wusste Bescheid. Hat sie dich damals mit ihrem Wissen konfrontiert? Offenbar. Dann hast du es auf deine Art erledigt. Du hast Wien halt in die Spur geschickt. Oder hast du es doch selber gemacht? Notizen von Christina, Blödsinn. Och, da habt ihr wohl beim Schreddern und Löschen irgendwas übersehen. Vielleicht warst du es ja. Du mit deiner ewigen Eifersucht. Dabei war nie was gewesen, zwischen mir und Christina schon gar nicht. Das Lügen ist ja schon in Fleisch und Blut überlegt. Was wird das hier, eine Anklageerhebung? Pauline! Ich weiß wirklich nicht, was Christina notiert hat, aber deine Schlussfolgerungen sind falsch. Du hast es damals gelesen. Zeig mir einfach die Notizen, wie soll ich sonst wissen, worum es geht? Deine Tochter wird dich nicht im Knast besuchen kommen, dafür sorge ich ihm jetzt raus. Lass mich hier nicht raussetzen, Pauline. Raus jetzt! So, jetzt also zu Thomas Wendt. Geboren 76 in Ostberlin, gehört in den 90ern zur Hausbesetzerszene in der Rieger Straße 80. Räumung unter Schönbohm am 29.07.97. Hm. Er ist vorbestraft wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. 2005 heiratet er Christina Wendt, geborene Kubisch. Sie haben keine Kinder. Er öffnete 2001 in der Oranienstraße einen Laden für esoterische Literatur und esoterisches Zubehör. Hä? Naja, Carlos Castaneda, Räucherstäbchen und so weiter. Ach so. Ja, 2011 nach Auszahlung der Lebensversicherung Um- und Ausbau des Ladens. Sortimentsänderung in Richtung Kreativshop. Wer war im Besitz der Waffe? Das ist doch die Frage. Ey, ich präsentiere gerade meine Hausaufgaben. Ja, sorry, ich meine ja nur, wir hatten noch nie so viele widersprüchliche Motive wie in diesem Fall. Die würden für mehrere Morde reichen. Okay, okay, ich höre ja schon zu. Komplexe Sozialstrukturen, komplexe Abläufe... Gleich komplexe Motivstrukturen. Ja, und am Ende ist es doch bloß wieder eine Beziehungskiste. Ja. Ein grundsolider Beziehungsmord ist wie ein sicherer Hafen. Das Opfer hatte nur grundsolide Beziehungen zu Nazis. Wo wir gerade bei den Hausaufgaben sind. Die IT-Experten arbeiten daran, den Administrator der Seite Zeckenwatching zu lokalisieren. Bislang leider ohne Ergebnis. Die ist maximal verschlüsselt. Aber sie haben einen Namen auf einer Liste gefunden. Thomas Wendt. Und eine Adresse, die wir alle kennen. Friesenstraße 82. Die haben Merle im Visier? Oder die Buchhandlung. Es wäre nicht die erste, die in Flammen aufgeht. Ja, aber nochmal, die Waffe. Ausgehend von der Mordwaffe könnte der Mörder von Christina Wendt auch der Mörder von Carsten Wienhold sein. Was bedeutet, dass Wienhold nicht unbedingt der Mörder der Polizistin gewesen sein muss? Wir sollten der Spur der Waffe folgen. Wir folgen allen Spuren, Lehmann. Wer hatte die Möglichkeit, an die Waffe zu kommen? Und wurde sie noch anderweitig benutzt? Habe ich abklären lassen, nein. Und wenn er die Waffe mitgebracht hat? Zum Treffen. Also Wienhold, meine ich. Wahrscheinlich liegt sie längst auf dem Grund der Spree. Oder jemand lädt gerade nach. Sieht ja richtig Schmuck aus. Neue Lampen, neuer Anstrich. Zu meiner Zeit war das ein finsteres Loch.
genannt die Mördergrube. Ist das ein Kaffeeautomat? Espresso, Cappuccino, Latte Macchiato, normale oder fettarme Milch, laktosefrei, alles was du willst, Merle. Also? Kann ich wieder bei euch anfangen, Alex? Was? War ein Joke. Warum hast du mich hergebeten? Henschel steht kurz vor der U-Haft. Das ist ein Witz, oder? Wir haben Hinweise, dass er unser Mann sein könnte. Herrgott, Alex, du drückst dich aus, als hättest du Magenkrämpfe beim Sprechen. Er will sagen, Henschel könnte Christina Wendt und Wienhold getötet haben. Motiv? Ich würde gern von dir wissen, wer Christina Wendts Sachen und ihr Umfeld untersucht hat. Das ist eine ziemlich hirnrissige Frage, oder? Wieso wurden die Notizen damals nicht entdeckt? Der Pfusch bei der ganzen Geschichte hatte schon fast Methode. Hier. Wo habt ihr das her? Von Thomas Wendt. Er meinte, er hätte es beim Herumkramen gefunden. Es sind Ausdrucke. Sehen neu aus. Gibt's dazu auch einen Computer? Das sind Kopien älterer Ausdrucke. Was war auf Christina Wendts Computer? Belangloses Zeug. Sie hat Berufliches und Privates strikt getrennt. Aber die Notizen hier, die sehen nach reinem Sprengstoff aus. Das erkennst du einfach so? Mhm. Christina Wendt wusste ziemlich viel über die zwielichtige Zusammenarbeit von Henschel und Wienhold. Woher? Nur durch die Observation? Wieso tauchen die Notizen ausgerechnet jetzt auf? Das ist doch eigenartig. Warum gerade jetzt? Danke, Merle. Genau das interessiert uns auch. Das ist eine Befragung, Herr Henschel. Kein Verhör. Sie kennen die Anschuldigung? Klingen nach Oberkommissarin Schenk. War das Turnvaterdenkmal eines Ihrer Treffpunkte? Ja. Das heißt, Wienhold war ein V-Mann. Das wissen Sie doch längst. Uns geht es in erster Linie um die Aufklärung des Mordes. Die moralischen Aspekte sind für uns zweitrangig. Ja, für mich nicht. Wo ist Pauline? Hat Wienhold Sie erpresst? Um 20.000? Vielleicht? Hier, bitte. Diesen Wisch kann jeder geschrieben haben. Und er kann alles bedeuten. Was wusste er? Es war eine wechselseitige Abhängigkeit. Und wer war abhängiger? Woran wollen Sie das festmachen? Vielleicht an den Möglichkeiten, frei entscheiden und handeln zu können. Mit Wienhold bot sich die Chance, Einfluss auf einen Teil der rechten Szene zu nehmen. Welches Motiv sollte ich also gehabt haben, ihn umzubringen? Warum sollte ich mich meiner Arbeitsgrundlage berauben? Das ist doch absurd. Ich muss quasi bei Null anfangen. Wenn Sie überhaupt wieder anfangen. Hat Wienhold Christina Wendt ermordet? Hätte ich erfahren, dass er es getan hat, hätte ich die Arbeit sofort beendet. Sie wollten es nicht wissen, deshalb Ihr absurder Einsatz am Tatort damals. Ich habe Wienhold mehrfach danach gefragt, er hat immer verneint. Die meisten Informationen über Ihr Verhältnis zu Wienhold hatte Frau Wendt offenbar von Ihnen. Sie waren liiert? Ja. Kurzzeitig, ja. Mhm. Pauline hat sie mir vorgestellt. Ich musste mit irgendjemandem reden, mir Luft machen. Diese ständige Geheimnistuerei. Das kennen Sie doch auch. Sie hat mir wenigstens zugehört. Ich wusste nicht, dass Christina zur Observierung meines V-Mannes eingesetzt war. Wann haben Sie es erfahren? Zu spät. Ich weiß noch, wie ich mich fühlte, wie ein Dilettant. Hatten Sie schon mal Panikattacken? Haben Sie gegenüber Wienhold irgendeine Bemerkung in dieser Richtung fallen lassen? Mhm. Mir war sofort klar, dass ich einen Riesenbock geschossen hatte. Noch ein Grund mehr, die Aufklärung zu behindern. Ich habe Pauline gebeten, Christina abzuziehen, quasi auf Knien. Haben Sie ihr den Grund genannt? Ich habe mal gehofft, dass er es nicht war. Wer hätte es sonst gewesen sein können? Christinas Mann. Oder Ihre Ex-Frau oder Sie selbst. Wenn Pauline damals auf mich gehört hätte... Sie wissen, welche Schlüsse Oberkommissarin Schenk aus den Unterlagen gezogen hat? Und die sind nachvollziehbar. Ja. Kaliber 7,62? Scheiße. Das ist reines Täterwissen. Wienhold war im Besitz einer Zastava M57, Kaliber 7,62, hatte er sich in den 90ern vom Balkan mitgebracht. Vom Kriegsspielen. Beide Morde wurden mit derselben Waffe begangen. Einer 7,62er. Nur weil Wienhold eine 7,62er hatte, muss er nicht automatisch Christinas Mörder sein. Nein. Sie sind vorläufig festgenommen. Jungs! Beste Grüße vom Chef. Er meint, wenn er an euch denkt, fällt ihm jedes Mal das Forellengedicht von Schubert ein. Im trüben Fischen... Besten Dank für die Aufmunterung. Lange kann er die Presse nicht mehr hinhalten.
Der eigentliche Anlass aber, warum ich vorsprechen sollte, ist eine Spendensammlung, Limit 50. Cent? Keine kleinen Scheine, sonst Innenrevision. Es geht um unsere Hauptkommissarin im Ruhestand, leider. Merle? Traurige Geschichte. Sie ist krank, Hirntumor. Warum gerade jetzt? Was soll die Frage? Er zweifelt schon länger, Jule, an der Menschheit und vor allem an sich selbst. Tun wir das nicht alle? Ja, aber doch nicht so penetrant. Hm. So, und rein damit. Wow, ein Grüner. Ich hab da noch was. Wendt hat am Morgen nach dem Mord auf Blaschkes Facebook-Seite zu Wienholz Tod kondoliert. Endlich schmort das Schwein in der Nazi-Hölle. Und kann Blaschke den Post zurückverfolgen? Gut möglich. Soll ich ihn vorladen? Wendt, meine ich. Unbedingt. Und überprüf sein Alibi für die Mordnacht. Mhm. Oberkommissar Polanski? Ja? Ja und? Wir sehen nicht die Feuerwehr. Was? Okay, ich komme. Vorsicht, das sind noch Glutnester. Das Ganze ist zwar Sache des Staatsschutzes, aber vielleicht hat es mit eurem Fall zu tun. Ich komm besser hier lang. Danke, dass du uns informiert hast. Gern. Wir haben ganze Arbeit geleistet. Ähnliche Handschrift wie bei den anderen 11 Bränden. Erinnerst du dich? Hm. Schau mal hier. Neben dem Hakenkreuz. Gruß aus der Hölle. Verdammte Scheiße, das ist die Antwort. Was für eine Antwort? Wo steckt Wendt? Hier ist er jedenfalls nicht. Seit wann weißt du's? Komm erst mal rein. Es hat sich also herumgesprochen. Setz dich. Vor einem Jahr ging das mit dem Kopfschmerzen los. Migräne ist eine Art Kindergeburtstag dagegen. Und vor 6 Wochen kam die Diagnose. 6 Wochen? Möchtest du wissen, wie lange ich noch habe? Es tut mir leid, Merle. Wer weiß, woran du stirbst, Alex. Vielleicht kannst du es toppen. Wird aber nicht leicht. Kaffee? Gern. Ich habe aber nur Vollmilch. Ist kein Problem. Du hast nichts mehr zu verlieren, Merle. Ach ja. Ich möchte dir eine Geschichte erzählen, Alex. Und wenn ich sie nicht hören will? Vor 6 Wochen saß ich hier auf diesem Stuhl und triefte vor Selbstmitleid. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Und dann dachte ich, Merle, mach eine To-Do-Liste. Accounts abmelden, von Freunden verabschieden, Abos und Versicherungen kündigen, welchen Film noch unbedingt anschauen, solche Sachen. Ein paar Tage später sehe ich mir die Liste wieder an. Ich bin richtig erschrocken. Alles so belanglos. Und plötzlich fällt mir ein, was ich noch zu Ende bringen muss. Tatsächlich? Ich war Ende der 80er zur Weiterbildung in New York. Weißt du, wie die Cops dort zu Mördern sagen, die sie nicht überführen können? Nein. Die Unantastbaren. Sie kennen die Täter, kommen aber einfach nicht an sie ran. Das hier ist Berlin, Merle. Ich habe Wendt damals die Hölle heiß gemacht, Alex. Auch aus Frust. Eine Lebensversicherung ist ein objektives Schuldeingeständnis. Das ist die reine Lehre. Wir hatten ja sonst nichts in der Hand, also habe ich ihn durch die Mangel gedreht, nach allen Regeln der Kunst, weil ich irgendwas vorweisen musste. Hast du manchmal Schuldgefühle? Ich hatte welche, und wie. Scheiße, war er hier? Wer? Verarsch mich nicht, Merle. Er ist vor einer Stunde weg. Wo ist er hin? Weiß ja, wer seinen Laden angezündet hat. Alex, Wienold hat Christina Wendt eiskalt ermordet. Sie ist ihm in die Quere gekommen. Er wusste, dass ich es wusste. Aber er war unantastbar.
Dafür hat sein Führungsoffizier gesorgt. Hast du Beweise? Da im Regal stehen zwei Laptops. Einer ist von Christina. 3 Jahre nach dem Mord konnte ich das Gerät von Henschel loseisen. 3 Jahre, in denen ich Ermittlungsakten geklaut, Zeugen genervt und alles nochmal und nochmal durchgegangen bin. Hab auch Manuela Wölke in Trier ausfindig gemacht. Du weißt, dass sie Polizistin ist. Mhm. Der Laptop war in katastrophalem Zustand. Die Kollegen von der IT haben alles getan, um die gelöschten Dateien wiederherzustellen. Es war kaum noch was drauf. Und inzwischen war wieder jede Menge Zeit vergangen und ich pensioniert. Wollte nur noch meine Ruhe haben. Wendt auch. Immerhin gab es einen, wenn auch sehr geringen Restzweifel an Wienholz Schuld. Wendt hatte Wienholz und dessen Truppe regelmäßig Morddrohungen auf deren Facebook-Seiten gepostet. Im autonomen Jargon war schon Routine. Aber plötzlich wurde es ernst. Hast du auch Hassposts bekommen? Ja. Der andere Laptop gehörte Wienholz. Er hat von dort aus Webseiten gepflegt, zum Beispiel Zeckenwatching. Du hast Wienholz den Schlüssel abgenommen. Du warst in der Wohnung. Wir haben sie ein bisschen aufgehübscht. Nimm das, du Nazischwein. Nicht schlecht, oder? Und dann haben wir angerufen. Ich wollte nicht, dass irgendwer diesen Drecksack da draußen findet. Du hast Wienholz Handy benutzt. Ja, ist jetzt Fischfutter. Wer hat Wienholz erschossen? Du? Wendt? Er war dabei, richtig? Hast du auch manchmal die Schnauze so richtig voll, Polanski? Gewalt, Hass, Dummheit, die Tretmühle des Mordens, dieser Schmutz, der einen selber immer schmutziger werden lässt. Und dann gehen die straffrei aus und grinsen einen auch noch frech ins Gesicht. Wer? Wienholz hat gestanden. Schön, wir haben etwas nachgeholfen. Aber dann floss es nur so aus ihm raus. Er hat seine Strafe verdient. Und ehe du fragst, mit der Aussicht auf 20.000 kriegt man fast jeden an jeden Ort. Der Zettel. Haha, wie Holger Henschel. Schön, dass Henschel Ärger gekriegt hat. Pauline wird's freuen. Es war sein Treffpunkt und sein beschissener V-Mann. Aber ich kann ihm nicht mal böse sein für das, was er über die Jahre abgezogen hat. Das System lässt niemandem eine Wahl. Wienholz hätte das Recht auf einen fairen Prozess. Was für ein Recht ist das? Noch mehr Öffentlichkeit für dieses Pack? Siehst du nicht, was los ist? Reicht dir die ganze Scheiße immer noch nicht? Wir müssen endlich handeln. Nicht so. Mit der Waffe hätten wir Wienholz vor Gericht stellen können. Zu dumm, dass du allein gekommen bist, Alex. Alles, was du hier zu hören kriegst, ist für die Tonne. Wo ist die Waffe? Gib sie mir. Bitte. Er geht nicht ran. Wie ich das hasse. Weißt du, wo er steckt? Mir sagt er schon gar nicht, wo er hingeht. Der Herr Oberkommissar. Ja, dann musst du mit. Na los, Schießerei in der Weitlingstraße. Okay. Wieso hat Wendt die Notizen weitergegeben? Er wusste, dass er von euch Besuch kriegen würde. Hat sich gewundert, dass es die Schenk war. Er wollte klar machen, dass er nichts mit Christinas Tod zu tun hatte. Endgültig. Schon kleinste Verdächtigungen können Unschuldigen enorm auf der Seele liegen und den Freundeskreis erheblich dezimieren. Wir gehen zu sorglos mit Verdächtigungen um. Vielleicht wollt ihr auch nur den VS ärgern und uns verwirren. Manchmal sind die Motive simpel. Manchmal, ja. Warst du's? Ach, Alex. Hauptkommissarin AD übt Selbstjustiz. Willst du das in der Presse lesen? Unantastbar. Was für ein Schwachsinn. Wenn du meinst. Stell dich, Merle. Sonst wirst du mich nie wieder los. Fast meine Worte an Wienholz damals. Er hat gegrinst und mir den Finger gezeigt. Ja? Wo? Das geht dich gar nichts an, Lehmann. Ja, entschuldige. Ja, jetzt red schon.
Ja? Ja. Nein. Ja. Ja. Du gehst? Einfach so? Es ist vorbei, Merle. Vor einer halben Stunde hat Blaschke Wendt erschossen. Du lügst. Wendt wollte Blaschke nur zur Rede stellen. Mit einer Waffe, ja? Das kann nicht sein. Ich wollte nicht, dass er sie mitnimmt. Natürlich nicht. Du wolltest einfach nur sauber bleiben. Jetzt bist du sauber. Gratuliere. Es tut mir leid, Alex. Du kannst dir nicht vorstellen, wie. Klar. Ich hoffe, dass du keine Nacht mehr ruhig schlafen kannst. Das kann ich schon lange nicht mehr. Berlin. Der Mord an dem Berliner Neonazi Carsten Wienhold steht kurz vor der Aufklärung. Das bestätigte die Berliner Polizei. Tatverdächtig ist der Ladenbesitzer Thomas W. Die Ladenräume von Thomas W. wurden am Dienstag bei einem Brand zerstört. Mit dem mutmaßlichen Brandstifter lieferte sich W. einen Schusswechsel. W. erlag wenig später seinen Verletzungen. Thomas W. verwendete bei dem Schusswechsel eine Zastava mit dem Kaliber 7,62. Dabei handelt es sich um die Waffe, mit der der Berliner Neonazi Carsten Wienhold erschossen worden ist. Die Polizei geht davon aus, dass Thomas W. Carsten Wienhold für den Tod seiner Frau verantwortlich machte. Sie war Polizistin und wurde vor 7 Jahren mit derselben Waffe im Dienst erschossen. Wienhold war Mitglied der Rechtspartei Neuer Weg. Diese kündigte Mahnwachen und Demonstrationen gegen Gewalt an. Das Wetter. Kommen die Infos vom Oberrat? Ihr sollt euch nicht gleich aufregen, meint er. Ich will mich aber aufregen. Du bist übrigens der einzige Alex, der nicht gespendet hat. Denk an die Innenrevision. Finito, Jule. Es ist vorbei. Für mich war's das. Nee, Alex, komm, nicht so, nicht auf die Tour. Habe ich irgendwas verpasst? Wieder Henschel? Ja. Ja, sprich endlich mit ihm. Ist doch bestimmt schon das 30. Mal, dass der anruft. Oh, seht mal, wer da kommt. Hallo, Merle. Lass mich raten. Du willst bestimmt einen Kaffee. Wer weiß Bescheid? Wer hat etwas gesehen? Wer von euch hat Augen, um die Botschaft zu vernehmen? Seit Tag 1 warnt man sich, Vorsicht sei geboten. Vor dem grünen, gelben, braunen, guten, schwarzen oder roten. Seit Anbeginn der Zeit, diese Angst ist nicht natürlich. Wie viele seid ihr wirklich? Wie viele seid ihr wirklich? Wie viele seid ihr wirklich? Unantastbar von Wolfgang Zander. Die Rollen und ihre Darsteller: Alexander Polanski, Alexander Korn. Lehmann, Shorty Scheumann. Jule, Anjorka Strechel. Merle Kühn, Ursula Werner. Pauline Schenk, Katrin Striebeck. Holger Henschel, Peter Jordan. Thomas Wendt, Max von Pufendorf. Sowie Christoph Förster, Ulrike Krumbiegel und Paul Sonderegger. Ton Bernd Bechtold, Wenke Decker und Julius Middendorf. Regieassistenz Theresa Schomburg. Dramaturgie Juliane Schmidt. Musik Hamann. Gesang Karp. Regie Nikolai von Koslowski. Wie viele seid ihr wirklich? Wie viele seid ihr wirklich? Wie viele seid ihr wirklich? Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2017 für den ARD-Radio-Tatort.